Das nächste Thema, meine Damen und Herren, beschäftigt sich mit der Rüstung, mit der Rüstungsindustrie und auch mit Exporten von Waffen aus Deutschland. Zugrunde liegt ein Antrag der Linksfraktion. In diesem Antrag möchte die Linksfraktion Rüstungsexporte verbieten. Außerdem möchte sie ein nationales Programm zur schrittweisen Konversion, also Umänderung der Rüstungsindustrie in zivile Wirtschaftsbereiche erreichen und dafür einen Fonds einrichten mit 2,5 Milliarden Euro. Katrin Kunert für die Linksfraktion ist die erste Rednerin. Wir sind bei der mexikanischen Polizeieinheit aufgetaucht, die mit dem Mord von 43 Studenten in Verbindung gebracht werden. Das berichtete vor kurzem der Spiegel. Die deutschen Waffen sind leider ein Exportschlager und finden immer ihren Weg. Die Bundesrepublik ist nach den USA und Russland der drittgrößte weltweit der größte Exporteur von Waffen und Rüstungsgütern. 2013 hat die Bundesregierung Rüstungsexporte im Wert von 8,34 Milliarden Euro genehmigt. Und während deutsche Rüstungskonzerne sich eine goldene Nase verdienen, wird mit den Waffen in den anderen Teilen der Welt gekämpft und getötet. Dieser dritte Platz bei den Waffenexporten ist für uns kein Grund zur Freude. Im Gegenteil, er sollte uns zutiefst beschämen. Wir wollen endlich politische Konsequenzen daraus ziehen. Wir fordern ein generelles Verbot von Waffen- und Rüstungsexporten und wir fordern, dass keine Waffen- und Rüstungsgüter mehr in Deutschland produziert werden. Die Linke schlägt Ihnen heute vor, ein nationales Konversionsprogramm gemeinsam zu erarbeiten. Wir schlagen Ihnen vor, schrittweise die militärische Produktion in eine zivile Produktion umzuwandeln. Und zudem wollen wir militärische Liegenschaften, also Kasernen, Schießplätze und Waffenlager, künftig nur noch zivil nutzen. Und wir sind davon überzeugt, Konversion kann gelingen. Seit 1990 gab es gerade im Osten hunderte Schließungen von Militärliegenschaften der Sowjetarmee und der NVA. Und oft wurden die Kommunen bei der weiteren Nutzung dieser Liegenschaften alleingelassen. Und das wollen und müssen wir ändern. Die Kommunen müssen finanziell unterstützt und Konversionspartnerschaften müssen geschlossen werden. Die Stadt Stavenhagen in Mecklenburg-Vorpommern ist ein gutes Beispiel für diese Partnerschaft. In Stavenhagen werden auf ehemals militärischen Gebäuden oder in ehemals militärischen Gebäuden und Flächen, sie werden jetzt zivil genutzt. In einem neu entstandenen Gewerbepark gibt es unter anderem Metallverarbeitungsindustrie, Lebensmittelindustrie und einen der größten Solarparks im Land. Und wir wollen, dass dieses Beispiel Schule macht. Bisher wurde mit der wirtschaftlichen Bedeutung von Bundeswehrstandorten und der Rüstungsindustrie Politik gemacht. Das Argument der Arbeitsplätze und der Steuereinnahmen sind bis heute heilige Kühe, mit denen die Menschen und die Kommunen in eine gewisse Abhängigkeit gedrängt werden. Und Alternativen zur militärischen Nutzung werden in der gesellschaftlichen Debatte durch politische Mehrheiten unterdrückt. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, seit Anfang der 90er Jahre hat Deutschland einen tiefen Strukturwandel erlebt. So hat es EU-Förderprogramme gegeben, um den wirtschaftlichen Umstellungsprozess in Deutschland abzusichern. Mithilfe der Programme Konver I und II wurden in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Unternehmensansiedlungen gefördert. Den Programmen fehlte damals der friedenspolitische Aspekt. Es ging immer nur um reine Strukturpolitik, und es gab auch nie ein Konzept zur Einbindung des Bundes dabei. Und genau hier setzt unser Antrag an. Wir fordern ein nationales Konversionsprogramm und alle möglichen Akteure wie die Menschen in den Kommunen, Friedensorganisationen, Kirchen, Gewerkschaften sind in die Erarbeitung mit einzubeziehen. Der Bund, die Länder, die Kommunen, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und die Bundeswehr müssen konkrete Aufgaben übernehmen. Und wir schlagen vor, dass auf Bundesebene ein Konversionsfonds eingerichtet wird. Der Fonds soll zunächst mit 2,5 Milliarden Euro Startkapital aus dem Reingewinn der Bundesbank ausgestattet werden. Zusätzlich soll die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ihre Gewinne aus Immobilienverkäufen in den Fonds einspeisen. Das Geld soll für die Umwandlung der Militärwirtschaft in die zivile Wirtschaft sozialgeträglich, dieser Umwandlung soll sozialverträglich abgesichert werden. Und um eines klarzustellen, im unmittelbaren Kernbereich der wehrtechnischen Industrie, also für die Herstellung von Waffen und Munition, sind lediglich ca. 17.000 Menschen beschäftigt. Und die Konversion dieser Arbeitsplätze sollte doch möglich sein.
Die über 80.000 Beschäftigten in der Sicherheitsindustrie arbeiten bereits jetzt schon in Bereichen, die rein zivil nutzbar sind. Das betrifft die Aufklärungstechnik, IT-Systeme, das Einsatzmanagement sowie die technische Ausrüstung zum Schutz von Infrastruktur. Der Erhalt von qualifizierten und gut bezahlten Arbeitsplätzen ist Kernstück des Konversionsprogramms, und wir wollen nicht über die Köpfe der Betroffenen hinweg entscheiden. Die Linke unterstützt deshalb die Forderung der IG Metall nach einem Branchenrat Wehr- und Sicherheitstechnik. Die Gewerkschaften und Betriebsräte sollen die Umstrukturierung in ihren Unternehmen aktiv mitgestalten. Die Möglichkeiten für Konversionsprojekte sind vielfältig. Verkehr, Maschinenbau, Elektrotechnik, Umweltschutz, Raumfahrt oder Schifffahrt bieten hierfür ein riesiges Potenzial. Ein Konversionsprozess ist kein normaler und selbstverständlicher Prozess, sondern ein extrem notwendiger Prozess. Jeder Technologiepark anstelle eines Munitionsdepots bedeutet Innovation statt Stillstand. Und jede neue Wohnanlage mit Naherholung anstelle einer Halle für Kampfflugzeuge bedeutet mehr Lebensqualität für die Menschen. Und jedes Forschungsprojekt an den Universitäten mit Blick auf die Konversion bedeutet Friedensperspektiven. Die Linke will, dass Deutschland zu Friedensmacht wird. Wir wollen aus der Militärwirtschaft aussteigen, und lassen Sie uns darüber ordentlich in den Ausschüssen streiten. Schönen Dank. Katrin Kuhnert war das für die Linksfraktion. Nächster Redner ist jetzt Klaus-Peter Wilsch für die CDU-CSU. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen! Frau Kuhnert, um es gleich vorweg zu sagen, wir wollen es nicht. Wir wollen, dass wir eine starke Bundeswehr haben. Ich bin stolz auf unsere Bundeswehr und die Leistung, die sie vollbringt. Und wir wollen, dass unsere Bundeswehr auch mit technologischen Fähigkeiten, die in Deutschland entwickelt und weiterentwickelt werden, kämpfen kann, wenn es notwendig ist. Wir haben ja mal wieder in neuem Gewand den Antrag, der sich eigentlich um Rüstungsexport dreht. Export von Rüstungsgütern, und einmal mehr versuchen Sie hier das Bild zu zeichnen, als ob wir leichthändig in der ganzen Welt Waffen und technologische Fähigkeiten verbreiten würden. Sie wissen genau, dass das Gegenteil der Fall ist. Wenn Sie bündnisfähig bleiben wollen im westlichen Bündnis, und das ist notwendig für Deutschland, weil wir es alleine nicht gewährleisten können, dann müssen Sie natürlich auch technologisch was zu bieten haben, gerade wenn Sie ein Hochtechnologiestandort sind wie Deutschland. Es ist abenteuerlich, hier zu versuchen, zu deindustrialisieren und in irgendeinen Kuschelzustand da zu kommen. Wenn wir technologisch spitze sind und das auch können im Bereich der Sicherheits- und Wehrindustrie, dann müssen wir das fördern und müssen ihnen auch gelegentlich beim Export helfen, weil unsere eigene Abnahme nicht mehr hinreicht, um eigene Kernfähigkeiten zu erhalten. Sie wissen genau, dass alle Entscheidungen zum Export von Rüstungsgütern Einzelfallentscheidungen sind, dass sie in einem dichten Netz rechtlicher Regulierungen stattfinden und dass wir weder in Gebiete, wo es droht, ein Angriffskrieg vorbereitet zu werden, oder auch in Länder, wo der hinreichende Verdacht besteht, dass die Mittel zur Repression und sonstige Menschenrechtsverletzungen eingesetzt werden, besteht. In Saudi-Arabien, wenn Sie mal ein bisschen was zur Kenntnis nehmen würden und aufpassen würden, würden Sie klüger reden können. Sie wissen, dass wir in Saudi-Arabien im Wesentlichen dafür Sorge tragen, zum einen, dass die Grenzen gesichert werden können, was ein selbstverständliches Recht eines jeden Staates ist und was eine ausgesprochen friedensstiftende Wirkung hat. Viele der Konflikte, die wir gegenwärtig in Afrika erleben, hängen damit zusammen, dass Grenzen nicht kontrolliert werden können und Grenzen nicht geachtet werden, sondern dort willkürliche Linien sind, die nicht gescheit kontrolliert werden können. Wenn Sie weiter aufgepasst hätten, dann wüssten Sie, dass wir mit der Verstärkung der Schiffe dort zur Küstenwacht einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass die internationale Handelswege, dass der internationale Seeverkehr vor Bedrohungen von Piraten, Salafisten und allen möglichen Hasardeuren und Verbrechern, die da unterwegs sind, geschützt wird. Und das ist natürlich für uns als Deutschland ein ganz wesentlicher Punkt.
Wir sind als eine führende Welthandelsnation natürlich auf Freiheit der Handelswege angewiesen und müssen dazu auch unseren Beitrag leisten. Und wenn das mit deutscher Technologie geschehen kann, weil sie nachgefragt wird, nicht weil wir sie irgendjemandem aufdrängen, bin ich stolz darauf als deutscher Abgeordneter. Genauso wie wir in anderen Hochtechnologiebereichen weltweit führend sind und deshalb die Produkte, ob das Autos oder Werkzeugmaschinen sind, reißenden Absatz finden, sind wir eben auch in dem Bereich gut. Und dass wir nur Dritte sind in der Statistik und dass wir nur Dritte sind in der Handelsstatistik, zeigt, dass wir sehr zurückhaltend damit umgehen. Denn sonst würden wir den Kampf um die Spitze hier mit Platz 1 und 2 den USA und der Sowjetunion sicher leicht aufnehmen können. Die politischen Grundsätze, nach denen wir das alles handhaben, sind übrigens unter rot-grüner Regierungszeit grundgelegt worden, aufgestellt worden. Die gelten nach wie vor. Und Sie wissen, dass es eine bemerkenswerte Kontinuität in diesem Bereich, wie generell in der Außenpolitik, gibt bei uns. Es geht ja um Ihr grundsätzliches Nein gegen Militär, zumindest für Deutschland. Ob Sie das in anderen Teilen der Welt genauso sehen, weiß ich nicht. Ich erinnere mich noch an viele Rufe von Ihren Vorgängerorganisationen, die man ja nun ohne Probleme als fünfte Kolonne der Sowjetunion hier im Land bezeichnen konnte, die alles Mögliche, was an Interventionen seitens der Sowjetunion in der Welt stattfand, an Menschenrechtsunterdrückung, fröhlich bejubelt hat und ansonsten hier das Geschäft im ideologischen Kampf für die falsche Seite besorgt hat. Ich will Ihnen mal zeigen, wie weit wir da mit unserer Zurückhaltung gehen. Nehmen Sie mal die Republik China, Taiwan, freies Land, ein Leuchtturm der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Asien. Und wir liefern nicht dorthin. Die USA tun es, glücklicherweise will ich dazu sagen. Sonst hätte Taiwan wahrscheinlich schon das gleiche traurige Schicksal ereignet wie Tibet. Ich will Sie, wenn Sie hier im Bundestag immer wieder diese Platte auflegen, auch mal daran erinnern, was wohl Ihre Kollegen vor Ort in Wolgas dazu sagen, wenn eben der Auftrag nicht gekommen wäre für die saudischen Schiffe, für die Grenzpatrouillenschiffe, die wir dort ausstatten, dann wären da die Lichter ausgegangen und die Werft wäre zu heute. Natürlich geht es darum, und Sie müssen einfach mal sich daran gewöhnen, dass Sie Wirklichkeit zwar immer wieder abstreiten können, aber die Wirklichkeit mächtiger ist als Ihr Gerede und Sie deshalb den alten Grundsatz beherzigen müssen, schauen sich die Wirklichkeit an und dann sehen Sie, was Not tut. Wir haben eine Situation gegenwärtig, wo wir uns ja nicht beklagen können, an Mangel an außenpolitischen Brennpunkten. Wir haben einen Angriff auf die Ukraine mit der Annexion der Krim und der anhaltenden Destabilisierung der Ostukraine, und dort kämpfen russische Kräfte, was wahrscheinlich nicht passiert wäre, wenn sich die Ukraine seinerzeit nicht darauf eingelassen hätte, gegen Garantie auf die eigenen Atomwaffen zu verzichten. Dann wäre so ein Angriff nicht so leichtfüßig erfolgt. Wir erleben, dass wir gewaltige Herausforderungen haben in puncto Sicherheits- und Verteidigungsfragen, wenn wir nach Afrika schauen, wenn wir nach Middle East schauen, in den Mittleren Osten, und sehen, was dort von Kräften, die, wie hat es Cem Özdemir mir gesagt, wahrscheinlich nicht im Stuhlkreis zu bewegen sind, sondern nur mit Waffengewalt, mit welcher Brutalität und Rigorosität IS und andere Boko Haram dort vorgehen. Und dann können Sie weiter Ihre Träume träumen von Schwertern und Flugscharen und Winzermessern. Sie werden dort nichts erreichen mit Flugscharen und Winzermessern. Sie werden das Schwert und das Feuer brauchen, um das zu beenden. Ich will, um das Thema noch etwas auszuweiten, im Gegenteil sagen, dass wir eigentlich uns überlegen müssen, tun wir genug für Verteidigung. Und ich bin den Kollegen von der CSU, ist leider kein CSU-Redner, heute angemeldet, dankbar, dass sie auf ihrer Klausurtagung dieses Thema im Mittelpunkt gerückt haben. Wir sind weit entfernt von unserer Verpflichtung von 2% des BIP, die wir in der NATO eingegangen sind, auszugeben für Verteidigung. Wir erleben, dass Länder, die immer der klassische Inbegriff von sogenannten Friedensländern waren, die wenig Wert auf militärische Stärke gelegt haben,
haben, wie Schweden und Finnland darüber nachdenken und auch schon daran gehen, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen, weil die Bedrohungslage in der Welt größer geworden ist. Und in einer solchen Situation kommen Sie mit dem Vorschlag, dass wir unsere Rüstungsindustrie abschaffen. Wir sind stolz und froh, dass wir sie haben, und wir versuchen, ihr zu helfen, wo wir können. Wir dürfen es nicht zulassen, dass wir schutzlos werden und dass wir keine Bündnisfähigkeit mehr haben. Letzter Gedanke. Wir haben alle miteinander im Januar der Befreiung von Auschwitz, des 70. Jahrestags, gedacht. Auch dort ist die Befreiung nicht durchgeführt worden mit Flugscharen oder was weiß ich was, sondern von einer kampfkräftigen Armee. Und da schlägt es schon fast den Boden aus, dass, wenn wir sehen, wie momentan der französische Präsident Hollande und unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel versuchen, eine Friedenslösung für die Ukraine zu bekommen, von ihnen der Vorschlag kommt, dass Putin zum 70. Jahrestag des Kriegsende hier vor diesem Haus reden soll. Das schlägt wirklich im Fass den Boden aus und zeigt, dass sie nichts gelernt haben aus der Geschichte. Im Gegenteil, dass sie so wie ihre Vorgängerparteien nach wie vor hier als fünfte Kolonne Moskaus zu bezeichnen sind. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Klaus-Peter Wilsch war das für die CDU-CSU-Fraktion. Nächste Rednerin ist Katharina Dröge, Bündnis 90 Die Grünen und Sprecherin für Wettbewerbspolitik ihrer Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag der Linken zur Rüstungskonversion wirft einige Fragen auf, die wir tatsächlich hier im Bundestag diskutieren sollten. Allerdings, das muss ich auch vorweggreifen, Ihre Antwort in diesem Antrag überzeugt mich so nicht. Richtig ist, dass wir hier im Bundestag darüber diskutieren müssen, dass es veränderte Rahmenbedingungen auf dem europäischen Rüstungsmarkt gibt. Seit langem ist ein Trend festzustellen, dass sowohl die europäischen Staaten als auch insgesamt die NATO-Staaten ihre Verteidigungsetats konsolidieren wollen und auch angekündigt haben, Militärausgaben kürzen zu werden. Aus grüner Sicht ist das eine gute und richtige Entwicklung. Die Frage ist nur, was ist die Antwort der deutschen Bundesregierung darauf? In keinster Weise sicherheitspolitisch noch menschenrechtlich verantwortlich wäre es, wenn die deutsche Rüstungsindustrie stattdessen, weil Ausfuhren gegebenenfalls stagnieren, auf der anderen Seite ihre Ausfuhren in sogenannte Drittstaaten, insbesondere in autoritäre Regime im Nahen Osten, steigern würden. Und in keinster Weise ist es verantwortlich, wenn der Bundessicherheitsrat diese Exportpolitik durch eine gezielte Missinterpretation der Rüstungsexportrichtlinien auch noch unterstützt. Genau diese Entwicklung ist jedoch immer wieder bei Genehmigungen des Bundessicherheitsrates zu beobachten. Erst diese Woche hat die Bundesregierung im Wirtschaftsausschuss die neueste Ausfuhrliste des Bundessicherheitsrates vorgestellt. Und auf der Liste sind Radare, Software und Technologien für Grenzsicherungssysteme, Zieldarstellungsgeräte und Schießsimulationssysteme, die nach Saudi-Arabien geliefert werden. Und Herr Wilsch, Sie haben ja gesagt, dass all diese Sachen, die wir dann nach Saudi-Arabien liefern, nicht zur Repression gegenüber der eigenen Bevölkerung eingesetzt werden. Dann schauen Sie sich doch mal diese Schießsimulationssysteme an, die zur Ausbildung von Scharfschützen eingesetzt werden können. Können Sie mir wirklich mit Sicherheit garantieren, dass diese Ausbildung nicht auch zur Repression im eigenen Land genutzt werden kann? Die Bundesregierung konnte mir das auf diese Frage im Wirtschaftsausschuss nicht klar beantworten. Ebenfalls Bilanz ihrer doch noch sehr kurzen Regierungszeit, das muss man einfach so feststellen, ist die Lieferung einer Panzerfabrik nach Saudi-Arabien genehmigt, tausende Kleinwaffenlieferungen in Jemen, nach Saudi-Arabien, Indonesien, in den Oman, in die Vereinigten Arabischen Emirate und Bürgschaften für Patrouillenboote nach Saudi-Arabien. All das ist Bilanz ihrer Regierungszeit. Und da helfen auch die Berichte von vor zwei Wochen nicht, dass sie einen Exportstopp für Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien verhängen wollen. Die Zahlen, die sie uns immer wieder präsentieren, sprechen eine andere Sprache, und nur die können wir interpretieren. Aus meiner Sicht missachten Sie mit Ihrer Politik in verantwortungsloser Weise die eigenen Rüstungsexportrichtlinien, deren Einhaltung Sie sich im Koalitionsvertrag verpflichtet haben. Ich kann Sie da nur noch einmal daran erinnern: Rüstungsexporte in Drittstaaten müssen eine Ausnahme bleiben. Und sie dürfen keinesfalls genehmigt werden, wenn die Sorge besteht, dass die Exporte im Landesinneren für Repressionen gegen die eigene Bevölkerung oder in einer bedenklichen Menschenrechtslage genutzt werden können. Und ich muss Sie da wirklich ganz ehrlich, ernsthaft fragen: Wollen wir wirklich miteinander über die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien diskutieren? Besteht da für irgendwen in diesem Parlament ein Zweifel an der Menschenrechtslage in Saudi-Arabien? Aus meiner Sicht passiert hier etwas anderes.
Aus meiner Sicht stellen Sie doch, obwohl es Ihre eigenen Grundsätze ausschließen, Wirtschaft und Arbeitsplatzeffekte vor menschenrechtliche Erwägungen. Und dabei hat selbst Ihr Wirtschaftsminister gesagt, diese Argumente dürfen im Kern nicht Leitlinie unserer Außen- und Sicherheitspolitik sein. Deshalb kann ich wirklich nur an Sie appellieren. Entwickeln Sie eine vernünftige Gesamtstrategie für die Rüstungspolitik, für die europäische Rüstungswirtschaft. Analysieren Sie, was sind die betroffenen Industrien, was sind die Zuliefererunternehmen, die wirklich gegebenenfalls von einem Absatzrückgang betroffen werden. Welche Industrien, welche Technologien sind in der Europäischen Union sicherheitspolitisch relevant? Wo ergeben sich auch Synergieeffekte auf europäischer Ebene? Denn wir brauchen mit Sicherheit nicht in jedem Mitgliedstaat eigene Werften, um den begrenzten Bedarf an Schiffen und Marinen innerhalb der EU zu befriedigen. Wenn Sie all das analysieren, dann kann man auch den Umbau der Rüstungsindustrie in eine zivile Wirtschaft fördern. Und da reden wir selbstverständlich, das hat die IG Metall ja auch gefordert, auch mit den Gewerkschaften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in diesen Betrieben. Den Vorschlag der Linken allerdings, hierfür 2,5 Milliarden Euro an öffentlichen Geldern in die Hand zu nehmen, den halte ich wirklich für völlig verfehlt. Wir können das Geld der Steuerzahler schon für sinnvollere Investitionen in Deutschland ausgeben. Wichtig ist, die Rüstungsindustrie selbst in die Verantwortung zu nehmen, einen entsprechenden Umbau zu gestalten. Und dafür braucht es endlich von der Bundesregierung klare Signale, dass wir die eigenen Rüstungsexportrichtlinien ernst nehmen. Dann hat nämlich auch die Rüstungsindustrie Planungssicherheit. Und dann ist eben klar, dass es keine neuen Absatzmärkte in Drittstaaten geben wird und dass ein entsprechender Umbau aus unserer Sicht für diese Teile auch notwendig ist. Das Wort hat der Kollege Bernd Westphal für die SPD-Fraktion. Soweit Katharina Dröge für Bündnis 90 Die Grünen. Nächster Redner ist Bernd Westphal für die SPD. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie schön wäre es, wenn man auf der Welt Frieden ohne Waffen schaffen könnte. Die Realität sieht leider oft anders aus. Das ignorieren Sie leider, die Linken, in Ihrem Antrag. Die Welt ist eben nicht so, wie wir sie uns wünschen. Dies zeigen die aktuellen Krisen, Regionen auf dieser Welt, in der Ukraine, die barbarischen Zustände im Nordirak, aber auch anderswo in der Welt. Es gibt weltweit einen Bedarf an Waffen, um sich zu schützen. Und deshalb werden Waffen produziert und auch exportiert. Und in Deutschland benötigen wir Waffen für die Bundeswehr, zur Landesverteidigung, aber auch für Polizei und die Sicherheitswirtschaft. Darüber hinaus zur Wahrung unserer internationalen Verantwortung in den Bündnissen, diesen Verpflichtungen wir nachkommen müssen. Und deshalb brauchen wir Rüstungsgüter, die sich dann in dem Besitz auch in den Regionen befinden und angewendet werden zur Abschreckung und zur Absicherung in den Regionen. Sie fordern in Ihrem Antrag Konversion in zivilen Bereichen. Und das, sage ich Ihnen, ist ausschließlich erst einmal Sache der Unternehmen. Die müssen entscheiden, für welche Produkte sie Produktionslinien aufbauen und wo sie Technologie anreizen. 2010 hat das Bundeswirtschaftsministerium ein industriepolitisches Konzept beschlossen, welches zur Stärkung der zivilen Sicherheitswirtschaft in Deutschland beiträgt. Dieses Konzept wird von zahlreichen Unternehmen der Branche auch genutzt und es sichert auch ein zweites Standbein außerhalb dieser Wehrtechnik. Derzeit erarbeitet das Wirtschaftsministerium gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt und mit dem Bundesverteidigungsministerium ein Strategiepapier zur Stärkung der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie in Deutschland. Ein wichtiger Aspekt dabei ist, Unternehmen der Sicherheits- und Verteidigungsbranche den Einstieg oder die Weiterentwicklung im Bereich der zivilen Sicherheitstechnologie zu ermöglichen. Das Ministerium hat auch in diesem Jahr auf 2 Jahre angelegtes Innovationsprogramm im Umfang von 7,5 Millionen Euro pro Jahr gestartet. Es soll Unternehmen ebenfalls den Umstieg in zivile Güter erleichtern. Die weltweite Bedeutung der Märkte für zivile Sicherheitstechnologie ist in den letzten Jahrzehnten enorm gewachsen. Zahlreiche Unternehmen aus Deutschland, auch aus dem Bereich der Verteidigungsindustrie, nehmen weltweit eben wegen ihrer technologischen Entwicklung einen Spitzenplatz ein. Diese auf Abwehr und Schutz ausgerichtete Technologie ist weltweit nachgefragt. Sie fordern auch die Umwidmung militärischer Liegenschaften. Im Koalitionsvertrag wurde eine verbilligte Abgabe von ehemals militärisch genutzten Grundstücken ermöglicht. Abgabe soll mit Rücksicht auf die vielen am Gemeinwohl orientierten Vorhaben der Kommunen wie der Schaffung bezahlbaren Wohnraums oder einer lebendigen Stadt realisiert werden. Für die nächsten Jahre können dafür 100 Millionen Euro verwendet werden.
Der Bund unterstützt die Länder bereits im erheblichen Umfang im Rahmen bestehender Förderprogramme für diese Mittelansätze. Und ebenso räumt der Bund den von der Konversion betroffenen Gebietskörperschaften dann auch ein, dass sie einen Erstzugriff auf diese Liegenschaften haben. In meinem Wahlkreis waren einmal 5 Kasernen. Die sind heute umgewidmet in Naturschutzgebiete, in Gewerbebereiche, wo sich Handwerk ansiedelt. Sie führen zu einer kulturellen Nutzung, aber auch erheblichen Bereich zu Naturschutzflächen. Und das zeigt, dass wir ja nicht bei Null anfangen, sondern Erhebliches schon geschafft haben. In den letzten 25 Jahren ist viel passiert. Deshalb ist Ihr Antrag etwas eigentümlich formuliert. Was die Arbeitsplätze angeht, hat unser Wirtschaftsminister im September vergangenen Jahres einen ersten Branchendialog mit den Unternehmen der Sicherheits- und Verteidigungswirtschaft aufgenommen. Auch IG Metall und Betriebsräte sind selbstverständlich damit eingebunden. Der Dialog hat zum Ziel, Maßnahmen zur Stärkung der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie in Deutschland gemäß den Festlegungen im Koalitionsvertrag zu diskutieren. Auch das Thema Diversifizierung wurde erörtert. Und im März gibt es einen weiteren Dialog zu diesem Thema. Wie man sieht, ist dieser intensive Dialog für Sozialdemokraten selbstverständlich und bedarf nicht erst dem Impuls und eines Antrages der Linken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland verfolgt nicht das Ziel einer offensiven Verkaufs- von Wehrtechnik. Genau das sind die Grundsätze von 2000, die heute auch Regierungshandeln bestimmen. Sie sind restriktiv, sie sind zurückhaltend, sie werden eben nicht eingesetzt weltweit, um Konflikte zu erzeugen oder weiter anzuheizen, sondern sie dienen dem Frieden und sie dienen der Durchsetzung von Menschenrechten, sie dienen für Sicherheit in Regionen, sie dienen dem berechtigten Schutz von Menschen in verschiedenen Hilfen. Und vor allen Dingen helfen sie, auch geschützte Räume für den Einsatz von Hilfskräften zu garantieren. Das ist ein wichtiger Bereich, wo auch das eingesetzt werden muss. Die Linke fordert in ihrem Antrag eine Zwangskonversion aller Rüstungsbetriebe. Das werden wir ablehnen. Für die SPD geht es schwerpunktmäßig um Konversionsprogramme für Betriebe, die sich aufgrund fehlender Nachfrage oder anderer Gründe verändern wollen. Die Forderungen der Linken zeigen, dass sie die außen-, sicherheitspolitischen, industriepolitischen und europapolitischen Realitäten nicht weiter verfolgen. Im Fokus auf Abschaffung und teilweise Diffamierung von Sicherheits- und Verteidigungsindustrie durch die Linken ist der falsche Weg. Es verstellt den Blick auf das Engagement unseres Landes für Frieden in der Welt. Das unterstreicht vor allen Dingen der Fokus der außen- und sicherheitspolitischen Handelns. Erst danach, wenn alle vorgeschalteten Dinge ausgeschöpft sind. Und wir haben ja heute Morgen sehr eindrücklich vom Außenminister hier vorgestellt bekommen in dem Haus, welche Initiativen, Friedensinitiativen und friedenspräventive Dinge eingeleitet werden. Und das muss man auch honorieren und darf das nicht einseitig betrachten. Kurt Schumacher hat einmal gesagt, nichts ist lehrreicher als die Wirklichkeit. Diese Erkenntnis wünsche ich Ihnen. Vielen Dank. Bernd Westphal war das für die SPD-Fraktion. Nächster Redner ist jetzt Ingbert Liebing für die CDU-CSU. Für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich bin der Fraktion Die Linke ausgesprochen dankbar für diesen Antrag, denn er dokumentiert eindrucksvoll, wie weit entfernt Sie Ihre Politik von der Wirklichkeit in diesem Land und in dieser Welt gestalten. Dieser Antrag dokumentiert, dass Sie alles andere als regierungsfähig sind. Und dies sollte vielleicht auch Anlass sein, alle Gedankenspiele bei den Sozialdemokraten und bei den Grünen für gemeinsame Politik mit Ihnen zu beenden. Die Vorschläge in Ihrem Antrag stellen unsere nationalen Sicherheitsinteressen infrage und sind damit verantwortungslos. Dass Sie diesen Antrag stellen, verwundert nicht, da Sie schon lange die Auflösung der NATO in Ihrem Programm haben. Nun mag man ja von einer Welt ohne Krieg träumen, aber die Wirklichkeit sieht nun einmal anders aus. Und wir wissen, Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Im Moment erleben wir das Gegenteil. Gerade die jüngste Vergangenheit zeigt doch, dass wir in verschiedenen Regionen der Welt eine zunehmende Radikalisierung mit kriegerischen Auseinandersetzungen erleben müssen. Der Irak, Syrien, viele Regionen Afrikas sind dafür traurige Beispiele. Aber, meine Damen und Herren, nicht die Waffen sind dafür Ursachen, sondern Ideologien,
mit denen Menschen glauben, anderen Menschen und anderen Völkern ihre Ideologie oder ihre Religion aufzwingen zu können, das ist die Ursache, die wir angehen müssen, um friedliches Miteinander, Toleranz, Achtung weltweiter Menschenrechte, Religionsfreiheit und Schutz von Minderheiten durchzusetzen. Und darüber haben wir heute Morgen ja auch hier im Plenum diskutiert. Die Bundesregierung, wir als Unionsfraktion stellen uns dieser Aufgabe, und da brauchen wir auch keine Nachhilfe von den Linken. Aber solange wir diese Auseinandersetzungen in vielen Regionen dieser Welt haben, muss das oberste Gebot sein, die Sicherheit und das Leben der Menschen zu schützen, die bedroht sind. Und dazu braucht es auch der eigenen Wehrhaftigkeit. Dafür haben wir hier in Deutschland die Bundeswehr mit ihren Fähigkeiten. Und gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir weltweit Krisen eindämmen und für Sicherheit sorgen. Die Initiative der Linken zur Abschaffung der wehrtechnischen Industrie in Deutschland gefährdet genau diese nationalen Interessen. Es liegt in unserem nationalen Interesse, dass wir entscheiden, welche Ausrüstungsgegenstände die Bundeswehr braucht. Dies können wir nicht allein einem Markt überlassen, auf dem wir die Ausrüstungsgegenstände der Bundeswehr beschaffen. Dies würde uns abhängig machen von anderen. Sicherheitstechnische Ausrüstung lässt sich nun einmal nicht von der Stange kaufen oder im Online-Shop erwerben. Nein, wir müssen selbst im eigenen Land in der Lage sein, die Ausrüstungsgegenstände und Technologien zu beschaffen, die unsere Armee braucht. Und dabei ist es sinnvoll, dies auch in guter Kooperation mit unseren Partnern in der EU und in der NATO gemeinsam zu tun, aber eben nicht in Abhängigkeit von anderen. Die Beschränkung der wehrtechnischen Industrie allein auf die Ausrüstung der Bundeswehr greift dabei aber auch zu kurz. Allein von Aufträgen der Bundeswehr kann kein wehrtechnisches Unternehmen leben. Und so ist heute ja die deutsche wehrtechnische Industrie bereits zu ca. 50-70% von den Exportmärkten abhängig. Dabei unterliegt der Export von Rüstungsgütern sehr hohen Hürden. Die Richtlinien, die schon angesprochen worden sind, stammen aus dem Jahr 2000. Sie gelten nach wie vor. Sie wurden von einer rot-grünen Regierung beschlossen. Und auf dieser Basis erfolgen heutige Entscheidungen über Rüstungsexport. Ich denke, dass diese Richtlinien nicht unter dem Verdacht stehen, von Rot-Grün eingeführt, nur einseitig wirtschaftliche Interessen zu bedienen. Das Gegenteil ist der Fall. Die wehrtechnische Industrie, sie stellt sicherlich einen wichtigen wirtschaftlichen Faktor dar. Die Arbeitsplätze in den Unternehmen sind wichtig und gerade zum Beispiel in den Küstenländern mit den Werften nicht zu verachten. Der Marineschiffbau ist für viele Werften eine wichtige wirtschaftliche Grundlage. Aber die Sicherung der Arbeitsplätze ist eben nicht das entscheidende Argument für die wehrtechnische Industrie. Entscheidend dafür, nationale wehrtechnische Schlüsseltechnologien und erforderliche industrielle Kapazitäten zu erhalten, sind sicherheitspolitische Ziele. Und sie ergeben sich aus einer Reihe von Gründen. Deutschland braucht die Möglichkeit, die Ausstattung der Streitkräfte im eigenen Land und im Bündnis gemeinsam mit den strategischen Partnern selbst sicherzustellen. Es geht auch darum, dass wir unsere eigene rüstungstechnische Reaktionsfähigkeit auf sicherheitspolitische Veränderungen erhalten. Und nur mit einer eigenen nationalen Rüstungsindustrie können wir im Rahmen der europäischen und der transatlantischen Rüstungsbeziehungen eigene Interessen auch einbringen. Nur wer etwas einzubringen hat, der kann auch in Verhandlungen erfolgreich seine Position vertreten. Ohne alle diese Fähigkeiten würden wir in Abhängigkeiten geraten, die nicht in unserem nationalen Interesse liegen können. Die Wehrtechnik in Deutschland ist leistungsfähig, sind über 200 Unternehmen. Sie stehen für hohe technologische und ökonomische Kompetenz. Und 200 Unternehmen belegen auch die mittelständische Struktur. Ja, meine Damen und Herren, der Bundestag spricht, debattiert, streitet über Rüstungsexporte. Hier wird nichts zusammengehen, einerseits zwischen den Linken und andererseits zwischen der Großen Koalition. Das hört man schon in den Worten, die benutzt werden. Während die einen von Rüstungsindustrie sprechen, reden die anderen lieber feiner, vornehmer, zurückhaltender von wehrtechnischer Industrie. Die zugrunde liegenden Anträge der Linken, die werden zwar jetzt zunächst in die Ausschüsse überwiesen werden, sie werden aber hier in diesem Haus keine Mehrheit finden. Es geht um das Verbot von Rüstungsexporten einerseits und um einen sogenannten Konversionsfonds andererseits.
Für uns wird es Zeit, uns zu verabschieden aus dem Bundestag. Diese Sitzungswoche ist beendet. Es gibt weitere interessante politische Themen, über die Phoenix Sie informieren möchte. Wir geben zurück nach Bonn zum Kollegen Hans-Werner Fittkau.